Jo, Freunde, ich grüße euch wieder ganz herzlich hier bei mir in meiner kleinen und bescheidenen Spielelobby. Ich bin der Tom und es gibt mal wieder was zum Auspacken. Und zwar hat mich ein Paket erreicht aus meiner Amazon-Wunschliste. Das ist das hier. Und es kam, ja, ich sag mal so anonym. Vielen Dank an den Sponsor und an den Freudemacher. Ja, danke, kann ich nur sagen. Riesen, riesen Dank an dich da draußen, der mich so unterstützt. Vielen Dank. Super, so, das packen wir jetzt aus. Und dafür brauchen wir natürlich erstmal das Messer. So, wir lassen uns da so ein bisschen Zeit. Ich kann ja schon denken, was das ist. Weil ich eigentlich nur eins in dieser Form auf meiner Wunschliste hatte. Und es ist auch. Ist das geil. Jawohl, es ist ein Mikro. Jawohl, ein Kondensatormikrofon. Oh, wie geil ist das denn? Oh, wie geil ist das denn? Das Auna. Das Auna Kondensator Mikrofon MIG 900. Guck mal, das alles drauf. Nicht ganz, nochmal quer. Wie geil ist das denn? Boah, das packen wir weiter aus. Da bin ich mal gespannt. Ich hab ja, schon mal ein Kondensatormikro geholt. Ich weiß gar nicht, für 20 Euro? Ich weiß gar nicht mehr die Marke. Ja, das war nicht so dolle. Da brauchte extra noch Stromanschluss und vom Sound her, da musste man irgendwie noch ein paar Programme installieren, damit man irgendwie ein bisschen Tiefe reinkriegt ins Mikro. Ansonsten hörte sich das immer so komisch an. Es hat sein Werk getan oder seinen Nutzen, ne? Aber hiermit sind wir schon gehobene Klasse. So. Oh. So, ne? Sieht das nicht schön aus? Gibt es auch noch in andere Farben? Schwarz. Es ist schwarz. Es gibt aber auch irgendwie noch andere Farben. Sehe ich gerade. Sieht man da. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles über Kopf ist. Ansonsten, ich habe die Kamera irgendwie so komisch aufgestellt, damit man so von unten gucken kann. Ansonsten muss ich das irgendwie drehen. Ja, das schneide ich dann irgendwie schon zurecht. Alter Schwede. Anonym, Mann. Danke. Echt extrem. Mega danke. Oh, mit dem Täschchen. Da ist bestimmt Füller drin oder so. In Schwarz. Nein, nein, nein. Genau. Habe ich keine Schere hier? Ich habe keine Schere hier. Welch verfluchter Mist. Meine Frau hat mir meine Schere geklaut. Na, das ist doch mal wieder ein Grund für das Messer. So. Obwohl, das kann man doch eigentlich. Nee, kann man nicht. So, mal schauen, ob ich das irgendwie so hinkriegen wird. Scheißegal, reiß mir auf. Oh, sehr schön. Ja, in Schwarz. Wie geil. Wirklich nice. USB-Anschluss. Jetzt kommen wir erstmal dahin. So, was haben wir noch hier? Schon weg hier. Wegräumen oder was? Dazu wohl. Dann habe ich hier die Spinne. Das ist hier. Das ging ganz leicht aufzureißen. Oh, die wiegt aber ein bisschen was. Ja, die Spinne. Ein Stativ habe ich ja schon. Ich denke mal, dass das auch passt. Nehme ich mal an. So sieht das
Ganze aus. Vielleicht mache ich auch noch mal so einen kleinen Soundcheck, also so einen Vergleich, wie mein altes und sich das anhört. Mal sehen, ob ich darauf Bock habe. Das ist immer solche Sache. So, was haben wir hier? Hier haben wir irgendwie ein Schraube, Gewinde, irgendwas um. Ich denke mal, wenn ich jetzt so eine Tischhalterung oder so, wie man es nennt, habe, dass es darauf auch hält. Ich habe zwar eins fürs Handy, aber ich glaube kaum. Nee, Unsinn. Das passt da nicht drauf. So, und dann haben wir hier noch die Anleitung. Und wollte schon sagen, wo ist das? Und ein Mikrofon wahrscheinlich, ein USB-Cable. So, das war's. Packen wir mal das Gewürm alles hier rein. Ich habe ja den. Oh, da stört mich draußen. Ich habe ja schon meinen Computer soweit fertig. Der ist jetzt eingerichtet, der ist alles. Ja, läuft sogar sehr gut. Ich hatte ja mir noch ein paar Sachen hatte ich ja noch bekommen. Diesen Speicher zum Beispiel habe ich noch gekriegt gehabt von Crosshair. 16 GB, 2400er. Ja, und halt noch einen Lüfter. Von Be Quiet habe ich den. Diesen Pure Rock Slim. Ja, aber später. Ich habe jetzt den Rechner soweit fertig. Mein alter Lüfter klebt da erst noch drauf und die lasse ich jetzt erstmal drauf. Und ja, der Rechner läuft. Das Tower sieht richtig geil aus, das Gehäuse. Das blinkt und boah, voll geil. Aber da kommt noch ein Video, wo ich das Gehäuse noch mal so richtig zeige. In Action. Ja. Beschreibung. Mal kurz rausholen. Kondensator, USB-Mikrofon. Technische Anforderungen brauchen wir nicht. Ja, und hier haben wir das USB. Geht das jetzt auch auf? Ganz einfach hier. Naja. Ich habe das nämlich gestern bei meinem. Ich habe mal ganz kurz die Resident Evil 2 Remake-Demo, diese One-Shot-Demo, habe ich gestreamt. Und da ist es mir dann nochmal so richtig aufgefallen, dass das Mikro irgendwie, weiß ich nicht, entweder gibt das jetzt schon seinen Geist auf, aber das war, hörte sich nicht so schick an. Nee. Ja, und das hat wohl denn auch mein netter Zuschauer mitgekriegt und auf jeden Fall hat eben das an der Tür geklingelt. Das ist jetzt 19:38 Uhr. Naja, 19:30 Uhr ungefähr hat das hier geklingelt. Und hat das vorbeigebracht. Hammergeil. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt anhört. Heißt für mich, ich muss jetzt erstmal gleich alles anschließen und die ganzen Nebenprogramme, die ich drauf installiert hatte an meinem PC, wegen etwas besseren Sound, die könnte ich jetzt eigentlich auch wieder deinstallieren. Warte mal, ich packe mal die Sachen alle hier wieder rein. Die Beschreibung brauchen wir nicht, die kommt da auch wieder rein. Das Tütchen, das Gewinde lasse ich mal draußen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht passt, das ja auch gut. Und so. Das Täschchen, das packe ich erstmal wieder rein. Da, so. Haha, oh, wie geil. Ja, ich bin gespannt. Ja, mal schauen, ob ich ein Vergleichsvideo mache noch. So einen kleinen Soundcheck, wie sich das so anhört. Ansonsten, ich freue mich riesig. Ich knie vor dir nieder. Du Verrückter. Und ja, vielen Dank, ey. Vielen Dank. Und ich freue mich. Yay. Gut, wir sehen uns im nächsten Video zu dem Computer. Kommen wir dann nochmal zurück. Ne? So, da zeige ich das Gehäuse nochmal. Ja. Achso, genau. Ich hatte ja noch Bildmaterial oder Videomaterial, als ich mein Computer zusammengebaut habe. Ja, leider Gottes, es ist nichts weg.
Aber es ist nicht ganz zum Ende gekommen, weil Speicher war voll. Ich habe nur eine 16 GB-Karte drin und die reicht nicht, reicht nur für eine Stunde 20 oder so. Also sprich, ich muss mir irgendwann nochmal eine 64 GB holen oder mal schauen. Und dann, ja, fehlt da jetzt der Rest. Ist nicht viel, also ist ja auch nicht so spannend, wenn man was zusammenbaut. Letztendlich ist es ja wichtig, wie sieht das Gesamtbild nachher aus vom PC. Da kommt noch die ein oder andere LED rein oder RGB-Beleuchtung kommt da noch rein. Da habe ich mir auch schon mal draus gesucht und das macht mir schön. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns, hören uns die Tage wieder. Bis dann. Tschüss.